Guten Morgen. Wo hast du jetzt ungefähr eine Woche gearbeitet? Ja. Ja, ja. Guten Morgen. Diese Flosse finde ich schön. Ja, so eine Flosse ist ganz schön, aber es macht keinen Sinn, wenn man nicht schwimmen kann. Außerdem kannst du es sonst nie benutzen. Dann liegt es hier rum. Und irgendwann finde ich es und werde es ausprobieren. Als alte Oben. Na, dann bist du weg. Glückwunsch geworden. Oh, ich wollte dich schon immer mal. Genau. Ach, das ist schön. Es ist so ein bisschen kühl jetzt, ne? Wie war es gestern im Laden? Viel zu tun? Oh. Ging so. Ich dachte zuerst, es wäre Luma, weil sie auch zwischen der Brett, aber es ist ohne. Nein. Luki wird eitel, langsam. Das heißt eitel. Ja. Also, ich will, dass es sich hier hochhält. Ah, jetzt, okay. Na klar. Dann fahren wir mal gleich los jetzt, oder? So. Ja, erst wieder Luki weg, dann die Lumi weg. Ist aber jetzt, wie Mama, spät? 5 vor. Mama war verstört. Sie hat gesagt, wir sollen uns an die Regeln halten. Wir dürfen nicht zu früh kommen. Das habt ihr doch. Was ist das Problem? Na, sie hat gesagt, man darf nicht zu früh kommen, wenn wir uns richtig doll an die Regeln halten. Ja, aber wir sind zu früh da gewesen. Wir haben uns doch früher eingeladen. Wir haben doch bestimmt gewartet, oder? Wann muss sie reingehen? Ab 7.45. 7.45? Jetzt war doch 7.45. Ja, aber Frisch Götzi gerade gesagt. Oh Gott, ey. Hast du das zu dir alleine gesagt? Ja. Was? Das wird. Dass du zu früh bist, oder was? Ja. Hat sie gesagt zu dir. Oder hast du, gib ihr eine Uhr mit, Marlies, damit sie weiß, wann sie reinnehmen muss, weil ich kann da nicht warten. Na, ich muss doch weiterfahren zur anderen Schule. Ich hab doch gesagt, was ich gemacht habe. Ich hab gefragt, ob sie richtig ist. Den Baumeister. 7.45 Uhr. Ist ja furchtbar. Ich hab überhaupt nicht die Zeit. Hättest du nicht eine Viertelstunde früher machen können? Ne, ich glaube, früher kommt keiner. Später, ja. Wir haben sogar jetzt Abholzeiten für Hitze frei gemacht. Also an. Ist mir zu viel. Ich hole das Auto. Dann gehen wir los. Oh. So, können wir? Ja, Katharina auch. Na dann fahren wir die Kiddies mal zur Schule. Und? Wie war der erste Schultag? Super! Freust du dich auf den zweiten? Ja. Okay. Am meisten auf Katharina eigentlich? Ach, Herrgott. Bildung ist das A und O. Und auf Sport, darauf freue ich mich. Das ist gut. Und auf Mathe. Oh, jetzt schmeißen wir dich raus. Die letzte. Lumi? Hey. Ja, ja, ja. Und dann geht's wieder nach Hause in den Laden. Jo, muss Papa arbeiten. Alle weg. Kurz vor 9, geht los. Morgen. Oh Mann, ey. Mann, bin ich zerstört. Auspacken, losmachen und ich schalte ein, wenn es interessant wird. Nächste Runde draußen sauber machen. Hier liegt immer so viel Müll draußen auf der Straße, das ist unglaublich. Jeden Morgen. Bestimmt so ein Eimerchen voll. Ja, wir fahren heute los. Was ist das Neue? Wir nicht. Nee.
Bei dir? Nachrichten? Was steht drin? Ja, wir wollen kein Alkohol wegen Corona, aufgrund der Alkoholverbot. Wir lassen uns das bitte nicht verbieten. Die Wirte sind sauer, weil die alles machen wollen. Mieter, ja, Transmitdecke. Tja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das waren die Kurznachrichten von Wolf, ja? Ja, mehr ist ja nicht. Ja, ja. Hör auf, Wolf. Ja, ja. Überall haben wir angeschrieben, weil wir sind fast wenig. Das war bestimmt der Halle. Die Pandemarie ist zu Ende. Ja, ja, der hat war bestimmt. Das war wieder der Alex, Anne-Marie! Oh, der erste Auftrag heute. Hier. Für einen älteren türkischen Herrn dieses Fahrrad von seiner verstorbenen Frau wieder gangbar machen. Tja. Gucken wir mal. Das ist jetzt hier keine Schönheit oder so. Ich meine, das ist ein platter Reifen. Die Kette ist ein bisschen arg rostig. Die müssen wir ein bisschen einholen. Den ganzen Klimbim ab, das Teil ab. Ein bisschen festmachen, eine Schraube hier rein, ein Schutzblech hier vorne, das ist locker. Hier diesen Ständerfragment auch ab. Alles ab, was kaputt ist. Alles ganz billig gemacht, 25 Euro. Den Sattel richtig rummontieren, der ist falsch. Guck mal, ob wir die Stütze jetzt wieder hochgefahren kriegen hier. Schaut mal. Ja, sieht so aus, als wenn es kommt, ne? Naja. Okay, dann brauchen wir jetzt noch hier diese Klammer und das Hinterrad baue ich aus für den Schlauchwechsel. Na dann, neuen Schlauch rein. Okay, jetzt hängen wir die Schaltung wieder ein. So, Kette.
Rücktrittbremse wieder festschrauben und erstmal fixieren. Kette spannen. Wie gesagt, nicht zu fest, sonst platzt die Mutter. Die Mutti ist schon. Gibst du mir dein Geld? Ganz genau so. Dann schraube ich jetzt die Halterung hier ab und dann ist das gut. Gibst du mir dein Geld? Ja. Hast du mal was gucken? Die Augen aber überhaupt nicht. Fass ich an, reißen die auseinander. Hier, genau. Ja. Schräubchen noch drin hier. Ich gehe jetzt Essen bestellen und gehe dann so lange rein, ja, und mache dann hier Kaffee und so. Du willst keinen, ja? Mhm. Okay. Und dann komme ich mit dem Essen dann zurück. Mhm. Oder soll ich bei dir sein? Aber da musst du draußen sein. Naja, da musst du draußen sein. Voll der Befehl hier. Gut, haben wir. Sattelklemme. Eine Schelle. Na, no, das passt. Super. Das hier auch. Der kleine Schwarze. Machen wir eben noch mal kleine Schwarze ein. Hä? Zack und fertig. Na denn? So, noch fertig. Ja. Na, Ola war ganz toll bei der Einrichtung heute. Ja? Mhm. Die Schule fängt wieder an. Unser Kind macht Eingewöhnung in der Kita. Mhm. Was war? Die hat viel gelacht heute, auch schon laut. Ist immer zum Feuerlöscher gerannt. Den findest du irgendwie spannend. Und ist dann immer so im Kreis gelaufen, weißt du, da ist ja so ein Durchgang. Wieder zwei Räume, die so verbunden sind. Ne? Und da ist jemand dann so durchgerannt und hat total gelacht dabei. Da läuft das hier. Jetzt habe ich gerade einen Fahrradständer gekauft. Haben die Jungs gerade ausgeladen. Einen riesen Fahrradständer für den Hof eigentlich. Weil man so auf dem Hof stehen hat, wo man die Räder so schräg hinstellt. Ja. Läuft. Ja, Kofik, alles mit Fahrrädern. Ja, Kofik, alle nehme ich alles ab. Hier. So, also 15er Schlüssel, wenn du brauchst, oder du machst das drin im, mit den Reifenhebern. Also die Reifenheber brauchst du so oder so. Ach so, aber das meistens kann man das schon hier drüber heben, ne? Ja klar, aber 15er Schlüssel, wenn du rausnehmen möchtest, meine ich nur. Ach so, ja. Ach so, sonst kann man das so einspannen, so warten? Ne, sonst lässt du es halt drinnen und pumpst nur auf und guckst, wenn das Loch groß genug ist, findest du das ja auch so. Aber wenn ansonsten... Meist muss man den Schlauch herausnehmen und das Loch suchen, ja. Weil der so klein ist. Und dann muss man natürlich den Schlauch rausnehmen komplett. Kann man ja nicht, wenn es noch drin ist im Rad. Aber bei dir ist ja recht eindeutig, da könnte es auch so klappen. Das ist das, was ich meine. Ja, der kleine Fahrradständer.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, die Dinger kannst du hier eingießen, die sind ganz geil. Ja, siehst du denn auch noch mit vier Bolzen festgemacht, so ein Ding, oder? So? Was soll ich jetzt mal machen? Gar nichts, das zeigst du nur. Ja, furchtbar. Katastrophe. Ja, der Fahrradständer ist jetzt zerlegt und wenn ihr mal sehen wollt, wie er jetzt aussieht, wie klein der eigentlich sein kann, kann ich euch gerne zeigen. Das ist es. Mehr nicht. Und die zwei langen Stangen hier. Jetzt suchen wir dafür ein Plätzchen im Keller. Und das war's. Jetzt lade ich ein und das war's. Gerade habe ich dieses Schloss geschenkt bekommen hier mit nur einem Schlüssel. Halt gerade gängig gemacht ein bisschen. Mit an diesem Schloss hing dieses Fahrrad. Also es hing nicht dran, sondern das Schloss lag mit drin im Kopf. Das gab es auch geschenkt. Ja, finde ich immer wieder gut, immer wieder nett. Bevor irgendwelche Sachen wegschmeißt oder weghaut oder so, versucht doch auch, ich seid ja nicht alle aus Berlin, bei euch in der Nähe, irgendwo gibt es bestimmt Leute, die entweder überhaupt kein Geld haben, denen ihr so ein Rad vermachen könnt, auch wenn es zum Basteln ist oder so. Oder irgendeine Einrichtung, soziale Einrichtung, wo ihr irgendwie als Projekt oder so sowas abgeben könnt, zum Verwerten und wenn nicht, probiert es im Fahrradladen, ob sie damit noch was anfangen können oder so weit. Das ist schade drum. Kann man schlachten, kann man aber auch wieder aufbauen. Ich bin abtrophiesessen, bin gefahren, es fährt, es bremst, schaltet nicht. Ne? Aber das liegt daran, dass der Zug durch ist. Ansonsten fährt, bremst, fertig. Ja, muss das Fahrrad nicht können, sind zum Beispiel die dann schon mal die Sachen, das Ding könnte man ohne weiteres, wenn man es ein bisschen putzt, so für 60 Euro anbieten. Ja, das war von mir erstmal. Yippie, yay, yay, zweiter Auftrag. Irgendwie, also irgendwie Auftrag, auch so ein Auftrag, den eigentlich Achim wohl avisiert hat. Er meinte wohl, der Tretlager ist defekt, aber das kann ich nicht bestätigen, der Tretlager ist fest. Dreht auch gut. Kann ich jetzt nicht so sehen. Was aber ist, der Schaltzug ist nicht mehr ganz so taufrisch hier, wie man sieht, wenn man schalten will. Ja, der muss hier gemacht werden. Das sollte man machen. Was mache ich jetzt? Hat er schon wieder die Schneide benutzt hier. Ja, macht er. Und weg damit. Dann ziehe ich den neuen Schaltzug ein. Yay! Und dann spannen wir. Zack! Okay. Hammer. Und eine Hülse drauf. Und das war's. Ich weiß gar nicht, was da in dem Rad hier wirklich
ehrlich gesagt kaputt ist. Weil das, was Achim attestiert hat hier in der Tretlagerschauen, der ist es definitiv nicht. Ich merke ja, dass die Lager alle durch sind. Sowohl hinten das Lager von dem Laufrad, als auch vorne das Lager von dem Laufrad. Hinten ist die Felge durchgebremst, nahezu. Hier von dem Innenpedal ist das Lager durch. Aber nur ausgerechnet das Tretlager ist es nicht. Moment, ich knirsche und ich knacke hier, was man hier so hört. Das mag ja sein, dass es gut läuft, aber das ist es nicht, das ist kaputt. Oh, Entschuldigung. Hier, die Bremse ist kaputt. Die ist leider zerdrückt. Da. Da. Und da. Das geht nicht. Furchtbar. Das muss ich alles schneiden, diesen ganzen Quatsch, der so lange dauert hier, ist ja unglaublich. Ne? Das dauert halt auch. Ja, Bremse ist komplett hin, die Seite hier, auch hier schraubt sich der Sockel raus, anstatt die Bremse ab. Ja, okay, unglaublich. Ja, also hier ist der ganze Sockel mit rausgekommen. Das muss ich jetzt nochmal trennen voneinander. Okay, dann hole ich mal so ein V-Brake. Das ist so witzig. Die kosten genauso viel, als wenn ich hier den Bremsbelag wechsel. Bei dir in einem guten Bremsbelag. Was haben wir hier für, wie heißt denn das überhaupt? Cube? Ein Cube E-Bike haben wir hier. Allerdings mit ohne Schloss für den Akku, was schon verdächtig ist. Aber der Akku ist noch da. Baujahr 48. Ah, na, so alt brauchst du nicht. Doch, da war's. Schiebt doch. Muss ein bisschen schneller reintreten, dann kommt der Motor. Vorne habe ich nur angedreht, jetzt falls ein Sensor verbaut ist für vorne.
Die wissen ja manchmal schon, dass es das, mal gucken, ob funktioniert das so. Ja, vorne kein Sensor verbaut. Weil manchmal unterstützt er nämlich nicht, weil sie schon wissen, dass du das Ständer hast. Wahnsinn, oder? Da, zweimal gepitcht. Ich pack zusammen. Gibt nichts mehr zu tun. Ja. Blumen sind drin, alles ist drin. Der Ofen ist aus, der Laden ist leer. Wir gehen jetzt nach Haus. Und morgen zerlegen wir zusammen mal. Diesmal nicht der Achim, sondern der Tommy. Diese wunderschöne Narbe. Haben wir hier nämlich einen Auftrag bekommen. Narbenservice. Da geht nichts mehr, sagt sie. Gucken, ob da noch was geht, ob da nichts mehr geht. Räuchen wir doch mal rein. Vielleicht wissen wir schon vom Klang her, was es ist. Achtung. Ach, sieht aber gut zugefettet und zugeölt. Oh ja. Da hat es einer gut gemeint mit der Schmierung. Ja, okay. Huh. Ja. Das ist gar nicht mal so geil. Da funktioniert ja wirklich nicht so. Ach, und toll. Ach, die läuft ja gar nicht richtig. So, ja. Da bin ich aber gespannt. Hat das jemand falsch zusammengebaut, das Ding, oder nicht? Werden wir sehen morgen. Hier in diesem Theater. Seid dabei. Daumen hoch, abonnieren, kommentieren.